Die Fahrt wurde organisiert von Motorradabenteuerreisen in Kiel. Geführt hat uns Armin Cecilski. Insgesamt waren wir 5 Motorradfahrer. Laos ist ein Binnenland. Es ist eingekeilt zwischen Birma, China, Vietnam, Kambodscha und Thailand. Es ist nach wie vor kommunistisch geführt. Wir sind in der Zeit vom 1. bis 13. Februar 2006 ca. 2000 Kilometer gefahren, von der Mitte bis nach Norden und wieder zurück. Mehr als die Hälfte waren ungeteerte Straßen und Wege. Jetzt haben sie noch gute Laune. Und das kann sich ändern. Ne? Einen Teil der Straße, die wir am ersten Tag fuhren, fand ich auf keiner Landkarte. Unser erstes Gästehaus außerhalb der Hauptstadt. คิดถึงบ่วายยำนอนฝันเกี่ยวดวงใจ
ับไปอ้ายฝันเห็นหน้านะคิดถึงหอยนิ่มอันหวานคิดถึงสาบานคืนนั้นกราบสั่วสีวันพบเดียวแน่นอนฟังดูสุภาพมีใครคิดถึงเจ้าอยู่บางคนคนนี้เขาห้องเพียงวอนลงหักน้ำงอนเพื่อเกี่ยวบางบางKomm schon. Das ist nur Kio. Auf der Straße gesehen und erschlagen. Kabelschuh gebrochen. Vielleicht hat er das ja mit Absicht gemacht, damit er nicht weiterfahren braucht. Dann lässt er sich stechen, auch absichtlich. Hat er in so einer Plastikschachtel dabei, die Dinger. Bombardiert von den Amerikanern. Kaputt geballert. Der wohnt da drin.
Hier sollen fast 400 Leute um mich kommen, sagen bitte. I hope good taste. Es passieren ja schon immer kuriose Dinge auf den Reisen. Aber dass ich diesmal ein Schraubenlied dabei habe, wenn ich einen Schrauben im Mund speichert, lagert, das würde ich nie glauben. Ist ja schrecklich. Und jetzt kommt das Gewinde rein. Albert, schau, wir nicht vergessen. Oh wei, der Verkehr drum. Ist alles Verkehr drum. Da fehlt die Unterlichtscheibe und Sicherungsring. Na Bernd, hast du eine Bar eröffnet zur Fußballmeisterschaft? Live on stage on WM 2006, da ja. Will ich meine Spiele hier zeigen. Fährst du extra nach Laos? Ja, Premiere ist live dabei. Oh. Lauf, Ferrari. Oh! Böse Onkel Armin. Oh. Ah. Ui, ui. Hallo. Frierst du? Hm? Bernd und seine Kinder hier. Und ein kleines Schweinchen. Mit dem schwarzen Gewand. Ja. So haben wir es immer so muss das aussehen. Thank you.
Bei nein. Oh. Zapati. Zapati. Hm. Juhu! Game over! Frühlingsrollenzubereitung auf dem Dorfplatz. Nachliefern. Und wieder eine Kelle. So. Versteckte Thermalquelle. Eierlegende Huhn? Ja, die brütet jetzt. So, Mittagspause und Käsebrötchen mit Knoblauch. Gouda. Und ohne Käse.
sagen, hier ist ganz nett. Hier ist nett. Zeit, dass wir ganz hier wieder wegkommen. Oh, da war diese schönen Tiere hier im Garten. Die will ich vermissen. Hans, alles klar? Ja. Trotz Verletzung. Kriegt der bayerisch bei. Ist er, mach noch mal die Grimasse von eben. Und jetzt kriegst du dein ganzes Geld. Den Hans Wimmer an, der hat auch schon Geld geklaut wieder. Jetzt fangen die alle an hier also Mausche-Geschichten. Das ist erstmal für Armin. Zocker. Das ist eine Zockertour, ne? Ja, ich glaube, kriegst du 10.000 Euro. Sag mal, Hans, das ist doch eine Zockertour. Das ist mein Geld. Nachts, ich die Reise nachts wird Karten gespielt. Und so zieht einer den anderen über den Tisch. So, also Armin 300.000 an mich. 300.000, dich, das glaubst du doch selber nicht. Oh, da sind die schönen Kuchen wieder. In freier Wildbahn, die Bilder. Lua. Oh, ja. Oh. Da. Oh. Neu. Neu im Ackerdorf. Video. Armin lässt den bei einem Sturz angebrochenen Schalthebel hier beim Dorfschlosser schweißen. Zeitgleich überrascht uns ein Gewitter und es ist fraglich, ob wir heute die Fahrt noch fortsetzen können. Was ist jetzt los? Ob der Regen heute noch aufhört? Es ist 4 Uhr nachmittags, wir können weiterfahren, es ist Gott sei Dank trocken. Ganz bunt! So Hans, jetzt komm her, erzähl, wie bist du in den Knast gekommen?
Ja, weil ich mit dir unterwegs bin, da kommen wir ja nicht frei. Du bist wieder zu schnell gefahren. Kaum in Laos sitzt er im Bunker. Jo. Zeig doch mal deine Zelle. Zelle 205. Au, au, au. Klasse. Hier ist der französische Knast, der ehemalige. Klitzdorf. Ja, mehr wolltest du doch nicht. Guck mal, das ist sein größter Wunsch gewesen, kurz bevor er lebenslänglich kriegt. Wunderschön. Nein. Ja. Auf jeden Fall sehe ich hier relativ gehobenen Wohnkomfort. Ja. Dann hast du denn auch so gut geschlafen wie wir? Ja, selbstverständlich. Weil es so schön ruhig war. Ja. Endlich keine Hähne und keine Hunde und so weiter. Wunder Wohnkomfort, da musst du nicht Unrecht haben. Das ist der Block der Verwahrlosten. Die einfache Version. Wir sind sehr nahe an der chinesischen Grenze. Vom nächsten Dorf, das ungefähr 40 Kilometer Richtung Vietnam liegt, wollen wir mit Booten einen Fluss hinunterfahren, ungefähr 100 Kilometer weit. Durch diese Wolkendecke fahren wir zum Fluss hinunter. Sind wir in Hatza und jetzt kommt es zur ernsthaften Verhandlung. Wie viel müssen wir raustun für zwei Boote? Zwei Stunden dauert der Poker, bis Anzahl der Boote und Preis feststehen. Die Sitzgelegenheiten sind spartanisch. Wir rechnen mit 4,5 Stunden Fahrzeit. Erstmalig werden hier Motorräder verladen. Der Spiegel muss noch ab, der eine. Das war.
Der Steuermann sitzt im Bug des Schiffes ganz vorne, damit er die unter dem Wasserspiegel verborgenen Felsen sehen kann. Die Lenkung besteht aus einer Holztrommel, um die zweimal ein Zugseil gewickelt ist, das dann das Ruder am Heck des Bootes bewegt. Er hat gesagt 15.30 Uhr. Auf die Minute genau sind wir am Zielpunkt angekommen. Hier sehen wir die Fähre zur Straße nach Nordvietnam. Dien Bien Phu ist der nächste Ort. Der Sprithahn ist abgedreht.
Und wieder erwischt uns in der Nähe eines guten Unterstands ein kräftiger Regenschauer. Die Weiterfahrt nach Udomxai ist aber nicht gefährdet, da wir jetzt nur noch Teerstraßen haben. Aha, Fußball. Ich glaube, Laos gegen Australien. Habe ich das gelesen? Aha. Heute oder? Nein, Herr Rummenigge mit dem großen Bett. Morgen, Leute. Ja, ein neuer Tag beginnt und der Tag fängt ja gleich ganz merkwürdig an. Wir sehen hier zwei etwas verdorbene, mittlerweile missratene Jungs. Die haben hier ein paar Kumpels entdeckt. Schauen wir mal, was hier. Ballermann 6. Hier sitzen sie mit ihren Kumpels. Ich dachte, das wäre ein Adler, der irgendwas gefangen hat. Auf gut ausgebauter Hauptstraße mit wenig Schlaglöchern geht es nun flott Richtung Süden. Nach Luang Prabang. Die schöne alte Hauptstadt von Laos. Luang Prabang hat viele schöne alte Klöster. Wir bleiben 2 Tage. Der heilige Hans. Er betet schon. Er hat Laos schon verändert. Bis Vientiane erwarten uns jetzt nur noch Asphaltstraßen. Heute werden wir auf der landschaftlich schönsten Strecke der ganzen Reise fahren.
An der Kreuzung von Fu Kun beginnt das große Abenteuer. Regie Armin. Opfer, ein als Südtiroler verkannter Allgäuer. Du Hans, sag mal, es sollen hier noch über 500 vermisste Amerikaner rumliegen, ne? Ja. Missing in Action. Missing in Action. Befehlen, aber ich weiß auch, irgendwie Motorradfahrer sind auch abhandengekommen. Ja, ein blonder Motorradfahrer irgendwo aus dem Bayerischen Wald oder Südtirol oder so ähnlich, ne? Ein Südtiroler. Fußballspieler, ne? Mit einem Che Guevara-Hemd. Ja. Hammer und Sichelhemd und dann soll es auch so. Fliegende Mädchen drauf, aber wahrscheinlich haben sie geschnappt. Ja, ich vermute auch, dass die laotischen Mädchen den gekidnappt haben. Ja, vielleicht die stecken die in Käfige. Hinter Gittern? Hinter Gittern, ja. Wir sollten vielleicht mal aufpassen, ob wir einen finden. Ja, ne? Das hat er davon. Ja, wir versprochen haben wir ja. Von den Mädchen hier. Genau, wir haben auch versprochen, dass wir ihn wieder mit nach zurückbringen. Befreien, wir schauen mal. Norddeutsche Befreiungsfront. Genau, das ist Nord-Süd. Jetzt Nord-Süd. Mit deiner Führung sind wir Norddeutsche. Schauen wir mal, ne? Sie haben die Weg. Ja. Schöne Landschaft, aber keine Spuren. Es hat soweit gelungen, etwas näher an das Gefangenenlager zu kommen. Und Spezialisten einer Sondereinheit haben sich hier versteckt. Und ich denke mal, dass sie die Befreiungsaktion koordinieren. Hörst du was? Sehe ich da hinten. Da muss irgendwo sein, ne? Hinten ist das Gebäude. Das Gebäude. Ja, das ist Wächter, rein, halt vorbei, der Wächter. Wächter? Ja, Wächter, ich glaube bewaffnet, irgendwie mit Wagen oder so. Werden wir erst mal gucken, ob wir etwas näher an den Gefangenen herankommen. Da ist der Gefangene. Wie lange bist du jetzt schon drin hier? Drei Jahre. Drei Jahre? Drei Monate. Von lautischen Frauen gefangen worden. Ja, die Weiber haben mich. Ist eine Operation vorbereitet? Das Fluchtfahrzeug steht da hinten. Und wenn die Geheimagentin Steffi kommt, raus aus der Hütte, renn und fahr weg. Okay. Psst, jetzt. Die Operation läuft. Hey. Ah, da eine Wächterin, lacht sich kaputt. Hast aber gerade mal Glück gehabt, guck dir mal den Säbel an. No. Wir treffen zwei süddeutsche Radfahrerinnen, Vollgas, die seit Wochen unterwegs sind. Wer bist du denn? Vorletzte Nacht. Eine schöne Reise neigt sich ihrem Ende zu.
wieder. Ja, der grüne Abschluss war jetzt mit der Einbahnstraßverkehr drum gefahren. Ach, das ist. Muss das sein hier. Ja, das ist da was. Heile und ohne Unfall. Schluss mal. Angekommen. Und überwiegend gesund. Das ist noch ein paar drüber, gell? Ein Kommunist haben wir auch mitgebracht.